Hallo Daniela, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst? Ho Jan, danke dir. Freut mich, dass ich da sein darf. Ich bin Ernährungsberaterin, habe noch Zusatzausbildungen gemacht im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention und arbeite vor allem jetzt in der Gesundheitsförderung. Und bei meinem Gleichgewicht, für das bist ja du eigentlich da. Jawohl. Erzähl doch mir mal von dem Verein oder Projekt oder was bietet ihr an und für was steht ihr? Mein Gleichgewicht ist entstanden 2011, wo wir gemerkt haben, oder Anfragen zu mir gekommen sind, zu uns gekommen sind. Und wir gemerkt haben, eigentlich im Bereich Menschen mit Behinderung und Gesundheitsförderung gibt es kein Angebot. Und dann haben wir mein Gleichgewicht ins Leben gerufen mit verschiedenen Vertretern aus diesen Bereichen, Gesundheit und Behindertenorganisationen. Und wir möchten vernetzen, fördern und unterstützen Menschen mit Behinderung, vor allem eben im Bereich Gesundheit. Bietet ihr denn Programm oder sind ihr so obendran und vernetzt? Wir geben Ideen oder Unterstützung bei der Entwicklung von Angeboten. Okay. Aber also die Umsetzung liegt nachher in den einzelnen Orten. Wir haben eben durch das, dass wir schon über 10 Jahre existieren, haben wir schon über 150 Projekte auf der Homepage drauf. Und dort sind Bewegungsprojekte, Ernährungsprojekte, Begegnung und Entspannung. Wird alles verlinkt? Aber welche von diesen 150 Projekten haben dich am meisten begeistert? Oder so etwas, wo du sagst, das ist so das, was mir immer in den Sinn kommt, wenn ich an unsere Projekte denke, die ich erzähle? Es sind nicht die einzelnen Projekte, was mich immer wieder berührt, sind die Award-Verleihungen. Also okay. Wir haben ja immer... Also unser Wettbewerb, wo man die Angebote einschicken oder anmelden kann. Und dann werden etwa 3 oder 4 Projekte dann ausgezeichnet und mit 25'000 Franken Preisgeld honoriert. Und die 4, die Award-Verleihung, wo alle eingeladenen Projekte oder alle nominierten Projekte dann sich auch präsentieren, die finde ich immer sehr berührend. Weil dann kommen alle aus diesen Organisationen, aus diesen Vereinen auch, stellen vor, und das ist das, was dann so das Leben dahinter bringt. Und wie man dann die Freude sieht, wie die Leute begeistert sind von den Angeboten, die sie erschaffen haben, das finde ich das Lässige. Was sind Kriterien, dass man bei euch einreichen darf und dann auch am meisten Chancen hat zu gewinnen? Du kannst doch eigentlich eine To-Do-Liste mitgeben. Ein Geheimtipp. Ein Geheimtipp, ja. Also eben die Anforderung ist, dass es ein gesundheitsförderndes Angebot oder gesundheitsförderndes Kleinprojekt ist. Das heisst, es soll irgendeine Massnahme sein im Bereich Ernährung, Bewegung, Begegnung oder Entspannung. Und dann bewertet die Jury. Und die Jury bewertet, ist es nachhaltig, also ist es nicht einfach nur ein Tagesfliegen, sondern es ist es längerfristig etwas, wo eine Veränderung bringt. Ist es partizipativ, also sind auch Menschen mit Behinderung einbezogen, vielleicht sogar eine Idee von selber schon gekommen. Das wird natürlich auch hoch bewertet. Gibt es das auch? Oder ist es noch sehr institutionslastig? Nein, es gibt es auch. Also ich hatte gerade ein Bewegungs... Projekt im Kopf, wo was ist das eigentlich? Eine Wohngruppe, wo die gesagt haben, hey, wir wollen uns regelmässig bewegen. Ja, und die haben dann den Basketballplatz können nutzen und haben dort angefangen zu bewegen. Wie muss ich mir denn die Awardshow vorstellen? Wo findet die statt? Findet die immer am gleichen Ort statt? Haben Sie da ein grosses Rahmenprogramm? Erzähl mir ein bisschen, das ist ja das ist mein Highlight. Das ist mein Highlight. Machen wir das noch ein bisschen Geschmack.
Und das finde ich eben auch gerade das Lässige daran, es ist nie am gleichen Ort. Okay. Weil es ist immer in der Siegerinstitution. Also wir sind eingeladen beim Sieger. Wenn die keine Möglichkeiten haben, weil es eben vielleicht keine Institution sind, weil es kann ja auch irgendein Verein oder sonst eine Organisation oder gewinnen. Oder Selbstvertreter oder ich. Ja, genau. Dann ist es vielleicht immer ein öffentlicher Raum, wo sie dann in der Gegend gerade können empfehlen können. Und dann ist meistens das Rahmenprogramm von der Sieger. Ah. Also auch schon, jemand hat einen Krimi erzählt oder wenn sie eine Band haben und so, musikalische Unterhaltung. Eine eben handörgeln oder das Gedicht erzählen oder so ein kleines Theaterli. Das kommt dann meistens von der Sieger aus oder ich frage die Sieger, ob sie könnten sich vorstellen, da einen Beitrag zu leisten. Und dann sind eben alle nominierten Projekte sonst noch, die einfach ihr Projekt kurz vorstellen. Sind schon die ein oder andere Anmeldung rein? Weil das ist ja auch ein wichtiges Anliegen gewesen, dass das Interview möglichst, glaube ich, vor dem März kommt. Wie viele haben sich schon angemeldet und wie kann man sich bei euch anmelden? Der Anmeldeschluss ist eben am 31. März. Es hat noch keine Anmeldung, also man könnte die Erste sein. Ich bin mit 4 Organisationen in Verhandlung, die werden dann Anmeldung machen. Aber eben, wir hoffen da, dass noch einige mehr kommen. Also im Durchschnitt sind es einmal so etwa 15 Projekte angemeldet. So, das Interview wäre jetzt fertig als YouTube-Video. Aber wenn ihr noch weiter hören wollt, wird das Interview gar noch weiter als Podcast auf Apple Podcast oder auf Spotify. Auch noch mit mehr Themen. Viel Spass beim Weiterhören. Tschüss zusammen!